Drei Dinge kann man tun. Das erste ist, im Bewerbungsprozess schon darauf achten, dass man Frauen für diese Stelle, die man zu besetzen hat, in Führungspositionen dabei hat. Das zweite ist, Frauen fördern. Und zwar nicht nur Frauen fördern Frauen, sondern Männer fördern Frauen. Und das dritte ist, dann tatsächlich Frauen in Führungspositionen einstellen, befördern und pflegen und hegen. Und dann ist man tatsächlich in meiner Meinung nach erst am Anfang, weil dann geht es los mit Diversity und da geht es um weitaus mehr als Männer und Frauen.